Hallo und zurück zur Schicksalsklinge. So, was haben wir von euch erfahren? Noch nicht viel, denn ich bin ein bisschen im Vorproduzieren, ein bisschen im DSA-Fieber zurzeit. So, was haben wir denn eigentlich gemacht das letzte Mal? Wo sind wir denn? Beim Zarttempel sind wir jetzt wieder raus, ne? Wir haben geschlafen. Noch nicht. Wir hätten vielleicht noch mal ihr meditieren sollen. Fällt mir jetzt so ein. Das darf man nicht vergessen. Wir müssen immer bei ihr meditieren und dann können wir mit der Tanele die Gesundheit wieder raufhauen. Das ist, wie es ist. Dann gehen wir mit halber Energie jetzt hier rein. Ne? Wir müssen außerdem aufpassen und aufpassen bei der nächsten Steigerung, habe ich mir so überlegt. Da gibt es ja direkt für... Das kommt so alles wieder jetzt, ne? Das merkt ihr. Und ich habe auch eine Seite gefunden, nur kann ich die halt nicht gleichzeitig aufmachen hier, ne? Wo steht, welcher praktisch, was zum Beispiel so ein Elf, was der für Zauber hat und wie viele Steigerungsversuche und Magier, was dem seine Zauber sind. Und es macht eigentlich am meisten Sinn, auch den ihre Zauber zu steigern dann und nicht fremde Zauber, zum Beispiel die von einem Druiden oder von, was weiß ich, die Hexe von einer Magierin. Also es ist immer am besten, die eigenen Zauber zu steigern. Da müssen wir aber nochmal reinschauen. Das muss ich mir dann bei der nächsten Steigerung mal anschauen, wenn wir die nächste Steigerung vornehmen. Merkt man das eigentlich, die nächste Steigerung? Sagt ihr das uns dann an? Jetzt könnt ihr steigern. Ich bin gar nicht mehr sicher, wie das geht. Geht das dann von sich aus? Das wäre blöd, ne? Denn hätte man... Ich weiß gar nicht mehr. Okay. So, jetzt gehen wir zum alten Uggdalf, oder? Ich denke schon. Wir schauen zumindest mal rein. Wir sind ausgerüstet. Mit den Wurfpfeilen, das habt ihr mir noch nicht gesagt. Ist ja klar, weil ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt. Dann muss ich das jetzt einfach so machen, ne? Gut. Der alte Uggdalf war eher links von uns. Ich glaube, hier so drüben. Ja. Ich kann mich noch entsehen. Wir gehen einfach bis ins Grüne. So, gespeichert haben wir. Aber ihr wisst, speichern ist bei mir eh so... Also ich nehme es, wie es kommt, ne? Außer natürlich die Truppe haut es halt von den Socken. Das ist so ein bisschen wie Baldur's Gate oder wie ich es eben immer mache. Ihr kennt ja da mal. Kann ich jetzt eigentlich einfach hier rein zum Zwerg und kann sagen, los, wir gehen jetzt zum alten Uggdalf oder ist das irgendwo anders jetzt hier, was wir noch nicht gefunden haben? Müssen wir mal schauen, ne? Ja... Was? Moment. Moment. Warte. Hoch? Ach, Hetman Tronde ist das hier. Nee. War hier Hetman Tronde, ey? Und wo war denn der alte Uggdalf? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Geht schon gut los. Hier waren doch die Botschafter, oder? Ach nee, das sind die Windmühlen. Nee, jetzt nicht, danke. Achso, das war das Beobachtungsding? Nee. War das dann ganz unten? Ah ja, Entschuldigung. So, ja, Meister Dramosch. Ist es in Ordnung? Wir wollen in die alte Zwingfeste. Warte mal, da kommt unser Zwerg nach vorn. Denke ich zumindestens.
Wer hat den besten Gefahren? Ja, Sinneschärfung, Gefahrensinn. Ich glaube, da kommt niemand drüber. Außerdem ist er ja für so Dinge. Ja, du könntest noch. Wir haben es ja gar nicht so schlecht, finde ich. Auch wenn wir hier noch gar nichts haben. Du bist echt schlimm. Also und unser Gedwin ist eigentlich der. Oh, aber natürlich muss man sagen, ich bin mal gespannt, was seine die Werte machen bei Gedwin. Die Grundwerte. Ne? Also die haben wir ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Die haben wir. Wir hatten jetzt eigentlich Raumangst. Dem könnten wir einen Schluck geben dann, wenn jemand zu viel Raumangst hier hat, ne? Den könnten wir tatsächlich einen Schluck geben. So, pass auf, mein Freund. Du gehst jetzt erstmal nach vorne. Das sieht gut aus. Ja, dann schauen wir jetzt mal das Ganze an. Wie sieht denn das aus hier? Okay. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Erster Kampf wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht mehr. Wollen wir schauen, wie lange wir uns hier halten können. Puh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir können hier sogar rasten. Bis jetzt, ich weiß nicht, gibt's da auch illusorische Wände? Ich glaube, in manchen Dingen gibt's, ne? Normalerweise, ja, muss man eigentlich, aber puh, da jetzt überall drauf zu sappeln. Bin ich eigentlich nicht der. Das macht man eigentlich als Dungeon Crawler. Macht man das eigentlich, aber. Wir können ja schon mal zufrieden sein, dass wir eine Automap haben, ne? Nämlich zum Beispiel so ganz früher. Der hat mir das noch aufgezeichnet, ne? So, jetzt geht's schon los. Da vorne ist eine Tür. So, jetzt wird's schon übel. Wir gehen mal weiter in den Norden. Hier hätten wir schon mal eine Türe. Aber die lassen wir erstmal auf, oder? Tatsächlich, schaut hin, hier ist eine Türe. Dort ist. Da wird wahrscheinlich der erste Kampf sein. Wir schauen aber erst noch hier hin. Schreine zu plündern. Ist jetzt nicht so unseres, aber einen Fex-Schrein zu plündern? Mit Fex hat eh niemand was von unserem Hut, oder? Den plündern wir. Da können wir nix. Unser Zwerg hat schon in der Hand. Schreine zu plündern ist so ein Ding. Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ein Opferschrein zu plündern. Oh, bitte. Ist in Ordnung? Jetzt gleich speichern, ne? Warte, wir schauen mal kurz unsere Gottheiten an. Ne, ich glaube, der hat jemand, hatte Fex. Und da haben wir ja noch gesagt, der passt gar nicht zu Fex. Wie groß bist du? Du bist 1,36, ne? Oh, der ist 2 Meter groß. Firun, dem Gott des Winters oder so, ne? Oder irgend sowas. Der Gezeiten irgendwie. 2 Meter ist unser Gedwin. Da komme ich nicht dran. Oh, die Sarah ist riesig als Diebin. Wow, 1,87. Noch ein Zar haben wir hier. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Der ist ja 2 Meter. Oh Gott, haben wir eine große Bande. Sind das Lulatsche? Selbst mit 1,74 bist du noch groß, Magierin Raya. Ah ja, aber doch. Die war, glaube ich, nicht so. Unsere Hexe. Die war jetzt nicht so begeistert. Also, ich finde das nicht wirklich sehr nett. Würdet ihr zum Beispiel auch einen Swafnir-Schrein plündern? Oder einen des Schmiedegottes? Meister Grom? Sir Garantula. Nein,
Nun gut. Aber jetzt haben wir das Gold nun einmal. Ja. Ja, das sagt es doch in eurem leichtsinnigen Leichtsinn. Okay, jetzt geht's los. So, es geht ja um Bewegungspunkte. Jetzt müssen wir mal schauen. Da habe ich natürlich noch keine Idee. Als erstes bewegen wir uns mal. Okay. Du bewegst dich mal mit zu dem. Das macht jetzt keinen Sinn, hier irgendwelche Zauber auszusprechen. Aber du gehst mal noch nicht ran. Zu weit, zu weit. Du kannst sowieso noch nicht ran. Also geh mal hier rein. Garantula, du könntest tatsächlich schon was. Aber du bist noch ziemlich weit hinten. Die Frage ist so, wieso? Zaubern? 5. 5 Punkte benutzt du dazu. Ich weiß natürlich nicht jetzt, wie weit du von irgendwas fortstehen musst, um dass es überhaupt geht. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann einfach in der Ausführung, ne? Okay, also ich finde natürlich, bei der Neuauflage finde ich, was überhaupt nicht gelungen ist. Ach, du hast doch, Garantula, du hast doch die Wurfwaffen. Kannst du die eigentlich auch so querbeet einsetzen? Dann könntest du nämlich hiermit helfen. Du hast doch 3 Bewegungspunkte, echt? Kannst du das schon angreifen? Nee. Haben wir dir keine Wurfwaffe in die Hand gegeben? Ja, ich weiß. Wartet mal. Ich glaube, ich habe dir den falsche Waffe, oder? Nee, wir haben schon. Die Frage ist, wie weit kann ich mit einer Wurfwaffe werfen? Nee, wir haben schon das in der Hand. Aber ich kann keinen Angriff machen. Wahrscheinlich kann ich das nicht doch nicht schräg, sondern nur. Ich kann das doch nur hier. Ich kann das nicht diagonal. Das kann natürlich sein. Dann bewegen wir uns mal hierhin. And hope the best. Ja, sichern kann ich da nicht mehr, ne? Ja, ist klar. Was kann ich denn? Abwarten, ne? Okay. Okay, der hat schon mal. Ja, du bist natürlich sehr langsam. Macht aber nichts. Du bist dafür unser Tank. Kannst leider nicht angreifen. Dann warte ab. So, du bewegst dich mal hierhin. Kannst du noch angreifen? Nee, kannst du nicht. Du, schau mal, ob du angreifen kannst. Nee, schau hin. Dann beweg dich mal hierhin. Mach schon mal einen Schuss. Das war nicht gut. So, du, ja, greif mal an. Mal schauen, was passiert. Mach mal normal. Sehr schön. Angriff. Mach mal aggressiv. Klingt gut. Unsere Musik ist gerade
echt nicht gut, die wir im Hintergrund hören. Ich gebe es zu. Ist zwar, passt zwar irgendwie zum Kampf, aber ist echt schlimm. Ich habe gedacht, ich habe ein schönes Ding aufgelegt, aber anscheinend nicht. So, willst du noch mal einen Schuss wagen oder willst du noch eins hin? Was sagt? Gehen wir noch eins hin. Ich weiß nicht, ob dein Langbogen oder Kurzbogen, das ist immer gar nicht so einfach mit dem Bogenschützen. Die Bogenschützen, das ist wirklich so ein Ding für sich. So, du kannst auch jetzt aggressiv ran. Was gar nichts gebracht hat, ist in Ordnung. So, jetzt greif mal an. Oh, der war gut. Der war gut. So, du gehst außen rum. Und kannst nichts mehr. Oh, das ist schlecht. Räuber. Unser Gatwin, der ja mit. Der mit 13. Der anständige. Das ist, wie sie ist, ne? So, greifen wir hier wieder an. Ganz normal. Vielleicht sogar vorsichtig. So, Angriff. Normal. Bringt gar nichts. Angriff. Mach mal trotzdem normal. Da kriegt er schon wieder einer auf die Mütze. Unser Zwerg kann gar nichts. Bis jetzt. Doch, jetzt haut er drauf. So muss es sein. Wir bewegen uns mal noch eins hin. So, und greifen nochmal. Jetzt bist du nur schon... Oder musst du vielleicht weiter weg? Hm, der hat einen Langbogen. Wir gehen trotzdem nochmal eins weg. Grandula, musst du deine Waffe wechseln? Kann sein, ne? Wir schauen mal. Ja, sie muss. Dann doch. Dann haben wir es doch richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Seif, du bewegst dich mal hier hin und greifst an nochmal. Sehr schön. Man muss manchmal ein bisschen variieren, dann funktioniert es hier auch. Du musst schon wieder deine Waffe wechseln. Ich verstehe das Konzept. Okay, los geht's. Und triff bitte. Wo ist so ein anderer? Und triff bitte unsere Zauberin nicht. Das ist ja noch ein Hexenbesen. So, Angriff. Schade. Wirklich zu schade. Pass auf, jetzt gehe nochmal hier hin. Probieren wir es nochmal. Also, das ist hier noch gar nichts, ne? Der trifft hier gar nichts. Wollen wir hier mal aggressiv? Bringt uns nichts. Dann beweg dich mal wieder hier hin. Muss ein bisschen in Bewegung bleiben. Und Griffe. Sehr schön. So, du greifst an. Mal vorsichtig. Und probier. Sehr schön. Du musst wie immer deine Wurfmasse. Okay. Und Angriff. Ja, dann. Dann passt es ja, ne? Oh. Ich sag mal so. Sehr schön, Sarah. So, was ich von dir halten soll, weiß ich noch nicht. Geh mal trotzdem noch eins nach vorn.
Und jetzt bleiben wir mal hier. Na, danke. Wenn er trifft, dann trifft er wenigstens gut. So. Garantula. Nee, behalt mal. Pass auf. Nee, du wirst mal hier... Beweg dich mal weg. Achso, deine Waffe kannst du trotzdem wechseln. Wenn es noch geht. Und dann wartest du ab. So, dich bewege ich schon mal hin. Kannst du gleich? Sehr schön. Dann hau gleich aggressiv drauf. Oh, das war doch nicht so gut. Dir spar mit deine Pfeile und lassen dich hier abwarten. Du gehst hin. Ist zu weit? Okay. Immer noch zu weit. Beim nächsten Mal bist du dort. Ist in Ordnung. So, ja, dann. Angriff. Aggressive. Angriff. Normal. Klappt hervorragend. Du wartest ab. Angriff. Vorsichtig, bitte. Danke. Und jetzt du aggressiv von hinten. Wirst du wohl mit deiner Axt jetzt den von hinten? Oh Gott, wirklich? Ist das eine Hustentruppe? Ach Gott, eins. Mit eins. Das ist praktisch... Ach du grüne Güte. Mach du normal, bitte. Oh, was ist denn das, Sarah? Muss ich denn wirklich noch den Bogenschützen hier ranholen? Das ist ja traurig, oder? Das ist so traurig. Die treffen gar nichts, ne? Ui, 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 ui. Okay. Wie viel hat denn der? Greif mal an. Greif mal vorsichtig an. Ist ein Ordner? Nee. Nee. Hab mich verklickt. So. Aber das ist unser Zwerg, ne? Unser Zwerg ist so schlecht. Okay, jetzt hat er aber mal gut angegriffen. Wenn er draufhaut. Jetzt haben sie gut angegriffen. Das war gut. Das hat echt was gebracht. Greif du trotzdem mal vorsichtig wieder an. Man weiß manchmal nie. Greif nochmal vorsichtig an. In Ordnung. Ja, dich dürfen wir eigentlich nicht... Normal ist hier besser tatsächlich bei ihm. Bei ihr. Sehr schön. Dolch. Lass mal liegen. Rapier nehmen wir. Skraja nehmen wir. Und das Bier nehmen wir. Weil wir werden hier noch so viel bekommen. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber einen Dolch brauchen wir jetzt nicht. 2 Dukaten ist gut. 60 Abenteuerpunkte. Das nenne ich schön. Schnapsflasche nehmen wir. Oh, Zaubertrank! Schön. Dolche lassen wir drin. Oh, noch mehr Zaubertränke. Schön. Das war ein Fund. Der ist nicht ohne. Wir haben auch ein bisschen Federn gelassen hier bei dem Kampf, ne? Wieso ist du eigentlich Wurfdolche? Gib die mal... Warte, die mache ich alleine. Gebe ich mal unserer Hexe.
Und was ist das hier? Ist es besser? Ne, wir lassen mal die Orknase, ist glaube ich sogar besser. Aber es ist glaube ich gut, dass wir hier noch ein Beil haben. Ich glaube, vielleicht ist sogar die Orknase eine Hiebwaffe. Da bin ich mir einfach nicht sicher. Wie viel hast du jetzt? Bewegungspunkte bleibt bei 5. Okay. Das ist noch eine Schnapsflasche und Bier. Könnten wir tatsächlich geben, dann hätten wir weniger Raumangst bei unserem Freund hier. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Totenangst wird, glaube ich, auch runtergehen. Der Mut geht, glaube ich, nach oben, wenn er ein Bier kriegt. Ja, man kann sich's überlegen. Wir könnten auch Raumangst hier, besonders Garantulla, die könnten einen Schluck Schnaps vertragen. Und eventuell auch unser Lesulak. Könnte auch. So, pass auf. Warte, die Zaubertränke gebe ich auch erst an die richtige Stelle. Ja, ich gebe zu, meine Musikauswahl ist heute wirklich unterstes Niveau. So, die hat jetzt genug. Das ist in Ordnung. Du kannst hier dein Bier mal ein bisschen an der richtigen Stelle. Eigentlich müssten wir das Bier sogar. Warte mal, das Bier. Obwohl, unser Zwerg. Nee, der gibt es nicht hier. Das tut mir echt leid. Der wird kein Bier hier geben. Da brauchen wir uns gar nicht drauf einzulassen. Okay, dann haben wir hier alles. Dann könnten wir die, aber es wäre Blödsinn, um ehrlich zu sein. Die sparen wir auf, die Zaubertränke auf schlechte Zeiten. Aber was wir machen könnten. Geht es hier? Wir probieren es zumindest mal. Probier mal Garantulla. Ich möchte mal wissen. Oh Gott, das ist jetzt zu finden. Heilung, ist es Heilung? Hexenspeichel. Auf Serra. Mach mal 5. So, zum Testen. Oh. Warte mal. Die ist jetzt wieder volle Kanne da? Echt? Aber die hat auch ziemlich viel genommen, ne? Oh, da hätten wir aufpassen müssen, wie viel die. Das habe ich nicht gesehen, ne? Der bräuchte 4. Man weiß halt nicht, ob die nicht sogar mehr. Ne, das lassen wir mal noch. Ist in Ordnung. Wir sind bescheiden, ne? Das Hexenspeichel ziemlich gut reinhaut. Das ist super, finde ich. Da haben wir 2 gute Heilerinnen hier mit im Boot. Finde ich super. Finde ich sogar echt toll. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ich glaube, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Dann. Gut. So, dann gehen wir wieder raus und rüber und runter und hin und her. Ja, die Frage ist jetzt, wie lange machen wir? Und dann müssen wir wieder hier speichern. Hier waren wir schon. Dann müssen wir wieder hier speichern, ne? Ist natürlich blöd. Oder gehen wir davor nochmal raus? Wenn es Abend ist, können wir natürlich auch raus wieder aus dem Ding. Wäre vielleicht ganz gut, ne? Mal schauen, wie es macht. Vielleicht sind wir davor auch schon tot. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Mhm. Ja, dann gehen wir eins runter und dann nach links. Da haben wir keinen Schlüssel dafür, richtig? Ja, gehen wir weiter nach unten. Ist in Ordnung.
Nein, wir haben doch vom Meister, haben wir doch keinen Schlüssel bekommen, oder? Ich glaube, wir können die auch eintreten, oder? Wie war denn das? Mit ein bisschen Kraft im Herzen. Da ist eine Tür. Da gehen wir rein. Gehen wir gleich weiter rüber. Schauen wir, was hier ist. Dieser Raum ist als Baderaum eingerichtet. Hier kann aufgefangenes Regenwasser erhitzt und in zwei großen Wannen geleitet werden. In der Ecke erkennen wir einen Donnerbalken. Wir könnten uns jetzt baden. Wäre das in Ordnung? Und wir könnten auch unsere Notdurft verrichten. Wäre das super. Ich weiß nicht, ob unser Zwerg hier so viel Geheimnisse erkennt. Ich glaube es beinahe nicht. Wir gehen nochmal. Aber. Nee, alles gut. So. Nee, dann war es das mit dem Badezimmer. Okay, das war das Badezimmer. Dann gehen wir die nächste rüber, ne? Wo geht's hier? Ja, gehen wir rein. Ist ja nur noch. Oh oh, jetzt verzweigt sich's. Wie ist denn das? Wartet mal. Wir könnten die eintreten. Ach, wir haben keine Dietriche. Ich Dummkopf. Ich hätte mir für Sarah Dietriche. Okay, wir müssen uns Dietriche besorgen. Wir müssen uns tatsächlich draußen Dietriche besorgen. Nützt nix. Wir haben ja ein bisschen Geld. Besorgen wir uns das nächste Mal Dietriche. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Warum nicht? So, dann gehen wir rauf. Okay, ist in Ordnung. Oder dürfen wir nur einmal hier rein? Nee, ne? Die lassen uns doch. Das wäre blöd. Also, das wäre echt blöd. 50 Proviantpakete! Ja, das ist eben das Ding, ne? Kriegen wir das alles? Also, 50 Proviantpakete ist natürlich ein Ding, ne? Das kriegen wir wahrscheinlich nicht, Alice. 20 Bier! Das können wir verkaufen, oder? Ja. Ja, eigentlich, ne? Eigentlich müssten wir es ja liegen lassen. Rollenspieltechnisch. Aber wir konnten einfach. Also das Bier können wir nicht liegen lassen. Zumindestens das Bier können wir hier nicht liegen lassen. Zumindestens müssen wir, also ich sag mal, 6 Bier sollten es werden. Nehmen wir 10 mit. Und wir nehmen noch ein bisschen Wein mit. Und zwar nehmen wir noch 5 Flaschen Wein. Halt. 5 Flaschen Wein mit. Und die 5 Schnapsflaschen, die nehmen wir auf alle Fälle. Das ist halt so unsere Torwalle und Grobgruppe, ne? Die können da nicht widerstehen. So, wie ist denn das jetzt eigentlich vom Tragewicht her? Moment mal, mein Freund. Wer hat denn das jetzt sich aufgekalzt? Du? Kannst fast nur noch 3 Bewegungspunkte, das können wir nicht zulassen. Ja.
Passt perfekt. Nee, das lasse ich eben mit die 5 Bewegungspunkte. Ist in Ordnung, mein Freund. Oh. Und die Streunerin hat sie natürlich den ganzen, das Ganze unter. Ja, auf der anderen Seite, dann müssen wir es trotzdem verkaufen, weil die Slots können wir nicht zulassen. Zu schön. So, gib mal eine Waffe an ihn hier. Wie viel hast du jetzt, nachdem du die Waffe abgegeben hast, mein Freund? Oh, das ist immer nur noch 3. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ach, du hast die 52 Proviantpakete. Okay. Ja, aber Proviant wegzuschmeißen wäre der völlige Quatsch hoch 3. Ich verteile mal ein bisschen was vom Proviant. Aber das meiste wird dann am Ende doch unser Grom mit sich rum. Aber wie gesagt, Proviant wegzuschmeißen ist fast schon böse. Ja, da müssen wir ihm jetzt erstmal das lassen, ne? Und da hat er nur noch 3 Bewegungspunkte. Ist natürlich blöd. Wir sind hier ein bisschen blöd jetzt angekommen. Wir hätten hier rein. Da hätten wir erst später gemusst. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das dann immer drin liegt, um ehrlich zu sein. Ob das dann, wenn man dann wieder reingeht, ob das dann auch wieder drin liegt, wisst ihr? Oder ob das nur einmal anzeigt. Aber ich nehme an, um ehrlich zu sein, das zeigt nur einmal an. Das nächste Mal habe ich wieder eine schönere Musikauswahl. Also, hoffe ich mal. Ja, es war Musik-Tragensang. Achso, hier ist ein. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal raus. Holen uns Dietriche, verkaufen den Mist, was wir haben. Können wir rechts rüber eigentlich? Achso, das ist eigentlich eher unwichtig. Die Tür ist eigentlich eher unwichtig. Die braucht man nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Da kommen wir nach unten durch. Die Tür hier drüben, die ist wichtiger. Da braucht man keinen Dietrich zu verschleudern. Da können wir auch außen rum. Wisst ihr? Ja, normalerweise ist es wirklich so. Aber Proviant ist halt wichtig, wisst ihr? So, dann gehen wir hier dann oben, wenn wir anstoßen, nach links. So, und dann kommen wir unten wieder raus, ne? Also ich hoffe, dass man dann einfach wieder reinkommt. Dann könnten wir nämlich noch. Dort oben ist eine Kräuterhexe. Ja, wir müssen trotzdem was vom Proviant verkaufen. Das nützt ja nichts. Und von den Bieren auch. Meines Erachtens. Es nützt nichts. Ist dann doch zu viel, wisst ihr? Ist ja alles schön und gut, aber am Ende. Wir machen mal unten, schauen wir mal, ob wir links reinkommen. Oder was links? Ich glaube. Ja.
Sarah. Schwein. Lass mal. Oh, das kostet sowieso nur helle 3. Jetzt mal ganz ehrlich. Das können wir uns auch mal kaufen. Wir verkaufen den ganzen Wein. Am Ende können wir da in jede Taverne rein. Das macht nichts. Ich würde aber die Schnapsflaschen trotzdem noch ein bisschen behalten. Aber heller 3, wisst ihr? Ist ja praktisch nichts. Wir sind beim Sellen, ne? So, dann haben wir das. Papier ist in Ordnung. Ach, da, das haben wir vergessen. Ach so, das willst du nicht. Das wollten wir beim Waffenhändler, ne? Okay. Schnapsflaschen. Das bekommt tatsächlich mal jeder eine Schnapsflasche. So für, weil, wisst ihr, Alkohol löst keine Probleme, ich weiß aber, was soll's. So, Bier. Ja, Gedwin gibt ein paar Biere ab. Kostet ja auch kaum was. Aber zwei, der wird ein bisschen Bier wieder behalten. Zwei Humpen. Da können wir ihn nicht dran abhalten. Die wird er dann unten irgendwann im Laufe des Abenteuers wird er die im Grunde, ne, ihr versteht. So, und du bist hier der Proviantmeister, ne? Aber ich sehe gar nicht, ach, da ist der Proviant. Ja, Proviant abzugeben ist immer so ein Ding, aber er ist so komplett überladen. Ist nicht gut. Denn wir verkaufen trotzdem mal jetzt 20. Ist in Ordnung. So, was haben wir noch bei dir? Das Bier kann ich ihm nicht wegnehmen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Okay. So, wen haben wir noch? Du, was hast du eigentlich bekommen? Ein Rapier. Du bist doch die Rapiererin, ne? Ja, aber das kann ich sowieso hier nicht verkaufen. Ist in Ordnung. Ja, hier verkaufe ich auf alle Fälle nichts. Und bei dir, du hast deine Wurfdolche, ne? Das ist in Ordnung. Ne, dann ist alles gut. Sarah, du darfst falschen. Also, ja. Versuch mal 15%. Okay. Ist in Ordnung. Gehen wir nochmal zum Waffenhändler. Ob man sollte immer Waffen, weil die brechen. Waffen brechen. Wie viel hast denn du eigentlich Waffen? Wie viel hast denn du eigentlich Waffen? Warte, ich verteile erstmal den Schnaps. Okay, Schnaps ist verteilt. Ja, das Rapier. Oh, ich bin mir echt nicht sicher. Wir lassen es nochmal hier. Wir werden ja wahrscheinlich noch mehr bekommen. Was hat denn Sarah noch? Die hat nur das Rapier. Nee, dann bekommst du noch eins in Reserve. Ich sag euch, das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man eine Waffe in Reserve hat. Das ist manchmal nicht das Schlechteste. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die... Ich glaube, mit Schild ist bei Sarah... Bei einem Rapier braucht man kein Schild in der anderen Hand, wisst ihr? Ist halt, wie es ist. Dann braucht man eigentlich gar nicht zum Waffenhändler wegen dem einen Hemd. Wollen wir bei Grollo trotzdem noch hin, das Hemd verkaufen? Um ehrlich zu sein, die Hiebwaffe hier. Ach, das ist nur.
Wie viel, was ist denn das eigentlich, wenn ich die weghau? Oder wenn ich die dir weg... Das reicht trotzdem noch nicht. Das, der hat gerade mal 3... Durch die 20 hier, ne? Und wenn ich... Wie viel hast du? 7. Wenn ich dem jetzt noch 2 geben würde... Hast du immer noch 7. Warte mal, wir schauen mal weiter. Wenn ich den jetzt noch 3 gebe... Hat er immer noch 7. Das ist schon gut. Und wenn ich... dir 5 gebe... Hat sie immer noch 7. Finde ich gut. Und jetzt bist du wieder auf 5. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich tatsächlich leben. Und wir haben tatsächlich... 10? Ich denke mal, 10, wenn man hat, ist gar nicht so schlecht. Jetzt ärgere ich mich. Jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen. Jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen, dass ich den Proviant wieder her habe. Aber vielleicht finden wir noch welchen dort unten. Wenn wir nochmal welchen finden, werden wir die alle auf 10 aufstocken, mehr nicht. 10 ist, glaube ich, ganz gut. Und du machst jetzt mal dein Zeug mit 5. Bist du denn des Wahnsinns? Okay, das lassen wir mal so, wie es ist. Ja, ist in Ordnung. Und wenn ich das jetzt wieder zurück... Ach, du hast... Okay. Okay. Ja, dann lassen wir das bei dir drin, meinethalben. Das Messer... Braucht man das? Bin mir nicht sicher. Wie viel hast denn du eigentlich noch? 45. Können wir nochmal aufstocken. Komm, wir gehen trotzdem nochmal zu Krollo, wenn es noch geht. Vielleicht können wir noch ein paar Pfeile kaufen. Wo war denn wieder Krollo? Krollo war, glaube ich, hier unten. Nach rechts rauf. Ja, die Musik, die zieht einem die Schuhe aus. Manchmal, ne? Da denken sie mit ihrer blöden Kampfmusik, dass es gut ist. Aber am Ende ist es gar nicht gut. So, Krollo, hallo, Krollo? Ich hätte ein Hemd zu verkaufen. Für ein Silberling. Ich bin mir noch nicht sicher, Krollo, ob ich die Hiebwaffe hier mit verkaufe. Am Ende brauchen wir sie. Aber ich verkaufe sie trotzdem. Ich nehme an, wir werden unten trotzdem noch Waffen finden bei den ganzen Leuten. Sag ich euch. Sir Dantless. Damit es sich wenigstens ein bisschen auszahlt. Probier mal 10. Weil das ja... Oder probier nochmal 15. Schön. Schön. Wie viel haben wir Geld? Wir haben gut Geld. Ach, wir haben ja den Fex-Schrein geplündert. Wir haben den Fex-Schrein geplündert. Hallo? Fex-Schrein. Dann müssen wir das anders machen. Wenn wir jetzt Grom natürlich die gute Rüstung geben. Warte mal. Erstmal hier nehmen wir mal 15. So, wenn wir jetzt dem die gute Rüstung geben. Warte mal, Lisolak bekommt auch eine schöne Rüstung. Lisolak, du bekommst auch ein Lederwams. Sind schon mal 13 Dukaten weg.
Was könnt ihr? Gar nichts. Ach, das sind 100. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, gesagt. 15 Dukaten. Richtig? Das sind 150 Dukaten. Okay. Ich gebe es zu. Das sind hier 30 Dukaten. Ein Kettenhemd wäre natürlich auch was. Für Grom. Aber der ist eigentlich gut drauf erstmal. Gedwin hat eigentlich so viel einstecken müssen, ne? Mehr oder weniger. Wenn man Gedwin so ein richtig... Aber dann ist er halt auch schwer, ne? Der ist halt auch richtig schwer, dann. Ah, ich bin mir noch nicht sicher. Ist mir noch zu schwer. Das sind sie noch nicht. Die müssen noch ein bisschen dann aufsteigen. Wisst ihr? Dann kaufen wir, um ehrlich zu sein, für jeden mal gleich eine Robe. Dann haben wir das schon mal weg. Ach so, ihr zwei könnt tatsächlich? Gerne. Gerne. Gerne, gerne. Lesolak will auch sowas hier. Bitteschön. Was ist denn das eigentlich? Ein Zweihänder. Ein Rondra-Kamm. Rondra. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ein Topfhelm ist super. Lass mal aber erstmal. Aber warte mal, Lesolak, du hättest auch gern einen Helm bestimmt, ne? Dann bekommst du den auch. Ist in Ordnung. Du bist ein bisschen besser. Obwohl, du bist eh immer weit weg, aber macht nichts. So, ich würde sagen, so lasse ich es erstmal. Seraph, schaffst du wieder einen 20er oder soll ich es diesmal sogar 25 machen? Komm, wir probieren es mal. Wir sind mal ganz schlimm heute. Seraph, ich... Ah! Ah, Mist. Ich denke, man kann nur zweimal. Die Frage ist, probieren wir nochmal 20? Ah, und wenn es jetzt nicht geht, dann können wir es nicht machen, ne? Ah, ich probiere trotzdem 20. Komm, Sarah, streng dich an. Oh, Gott sei Dank. Schaut mal hin. Das ist nämlich nicht schlecht. So, jetzt werden wir gut, ne, jetzt werden wir, komm, so, geh rein. Unser Lesolak will einen anständigen Lederwams. Schön. Außerdem will er einen Helm. Bitteschön. Außerdem... Wollt ihr alle... Achso. Nee, was habe ich da wieder für einen Blödsinn gemacht? Ich habe wieder Blödsinn gemacht. Roben kann man gar nicht so einfach anlegen. Ah, ich Dummkopf. Das war blöd. Gebe ich zu. Den müssen wir wieder verkaufen. Ich habe gedacht, die kann man drüber ziehen, wisst ihr? Aber eher nicht. Ah, ich habe gedacht, die kann man über die... Ich glaube, das war bei Sternenschweif, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Okay, okay, okay. Bin bei euch. Ist ja in Ordnung. Ich hab verstanden. Alles gut. Müssen wir den ganzen Kram wieder verkaufen. So Mist, weil das bringt uns nicht viel. Aber wenn man es mal bedenkt... Der hat ganz schön verloren hier. Ja, durch den ganzen Kram, was er jetzt anhat, ne? Ja, gut. Nee, du brauchst mehr.
brauchst tatsächlich mehr. Wir schauen mal. Nee, du brauchst immer noch mehr. Das reicht immer noch nicht. Wenn wir das Messer noch wegnehmen. Reicht immer noch nicht. Schnapsflasche? Reicht immer noch nicht. Und wenn wir dir noch... das wegnehmen? Jetzt. Okay. Du brauchst 7 Punkte will ich bei dir schon haben. Ist in Ordnung. Du hast auch 7. Du hast eigentlich zu wenig, aber es ist in Ordnung, weil du ja noch deine Pfeile verlierst und weil das noch hier verkauft wird. So, ach so, ah, ich dumm, nee, nicht, ja, doch, ich Dummkopf. Ich Dummkopf. Ja, jetzt brauchen wir gar keine Robe. Juhu. Jetzt haben wir wieder 5. Ja, super. Klappt hervorragend, ne, ihr merkt. Merkt man das? Oh, warte mal. Merkt man das eigentlich hier bei irgendeinem Magieresistenz und sowas? Ja, bei Bewegungspunkten merkt man es halt sehr, ne? Die brauchen nicht so viel, aber so ein bisschen Rüstungsschutz, ne? Ich glaube, der hätte man die Robe lassen sollen. Ansonsten sind die einfach, ist es zu schwer für den. So Dinge hier. Wir lassen es jetzt mal so. Obwohl, nee. Schnapsflasche. Okay. So sieht schon mal besser aus. Ja, du bekommst dann weniger, aber die Schnapsflasche vielleicht mal zu. Ja, zu ihm hier. Ah, okay. Mist. Ja, wir müssen erstmal den ganzen Kram verkaufen. Wartet mal. Aber ich habe noch was zu verkaufen wieder. So Mist. Tut mir leid, ich habe die ganzen Roben wieder zu verkaufen. Zack. Zack. bei der Schwarze Auge ist es so, dass man die meiste Zeit, und das war auch beim Pen und Paper, so, oder dass man eine lange Zeit beim Händler verbringt. Das kann ich mir noch entsinnen. Das ist schon immer so gewesen. Achso. Echt? Geht es nicht weiter? Okay. Ja, ist ein anderer. Mhm. Was hast du noch? Nichts mehr. Ja, und du hast deine ganzen Dinge hier, ne? Okay. So, das haben wir alles, ne? Wir haben jetzt die ganzen Hemden. Ja, und wenn der dann seine Bier getrunken hat, dann ist er ja auch wieder... und seinen Schnaps getrunken hat, dann ist er ja auch wieder gut drauf, ne? Ist halt ein bisschen Rollenspiel drin. Ist jetzt nicht viel... Moment! Sarah, du hast doch Dietricher... Warum sagst du nichts? Oh, den hätte man nehmen können. Ach so, apropos Dietriche. Müssen wir morgen nochmal... Dürfen wir nicht vergessen, ne? In der nächsten Folge. Dass wir Dietriche... So, probier nochmal 15%.
Ach nee, wartet mal. Ein, nee. Probier mal 10%. Wirst du wahrscheinlich noch nicht mehr schaffen. Ja, ist klar. Mach mal 5 halt. Okay. Du hast ja keine Dietriche, ne? Nee. So, okay. So, das ist in Ordnung. Ach, übrigens haben wir hier noch Pfeile. Oh man, wirklich. Naja, was jetzt? Du brauchst deine Pfeile. Egal. Ja, du wirst ja dann verschießen, dann hast du wieder. Aber ich möchte dir, weil du schießt immer zu daneben. Ja, auch nichts dafür. So, hier ist alles gut. Ja, alles gut. Okay. Ich bin bereit. Ja, es ist, wie gesagt, bei den Zauberern müssen wir noch mal schauen. Warte ich mal jetzt trotzdem noch mal reinschauen. Wie viel hast du jetzt eigentlich Bewegungspunkte? 7 ist in Ordnung. Und du? Ach, da haben wir gesagt, wenn du deine Wurfpfeile verschossen hast, dann hast du wieder mehr, ne? Ja, dann ist ja auch in Ordnung. Da haben sie zumindest ein bisschen Rüstungswert. Wenn irgendwas passiert, wisst ihr? Ist ja auch nicht schlecht. So, wir gehen in die nächste Kneipe. Die ist da oben. Auf den ganzen Schreck hin ein gutes altes Feldspiel. Sehr schön. Und wollen wir schauen, was mit Lesolack ist? Ob's. Wir könnten ihm ja erstmal. Können wir ihm jetzt. Vielleicht singt er ja besser, wenn er einen Schluck getrunken hat. Wisst ihr? Bringt sich seinen eigenen Schnaps mit. Vielleicht ist er ja. Vielleicht lockert es ja seine Zunge. Wisst ihr? Probieren Sie mal. So, musizieren. Ja, ein bisschen Rollenspiel will ich schon mit reinbringen. So, mein Freund. Sing! Yes! So, Wirt! Hallo und bring uns. Moment. Nachdem wir die Tür hinter uns geschlossen haben, kommen wir nur mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmen wir laute Gesprächsfetzen und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß, die Luft zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll zu tun, da die vor der Theke sitzenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellen wir uns an die Theke. Okay, 6 Bier. Wir könnten einfach mal eine Saalrunde geben, aber erstmal. Das machen wir mal, nachdem wir vielleicht, wenn wir die Zwingfeste ausgeräumt haben. So, was ist denn anzubieten? Ja, der Hetman, der wohnt in einem Haus auf der Klippe. Wisst ihr, und da könnten die doch sagen, im Nordosten der Stadt. Wär das nix? Ja, es ist super, danke. Essen. Wir wollten morgen nochmal zum Händler, ne? Und Dietriche. Oh, das vergesse ich bis zum nächsten Mal. Ich sag's euch, wie es ist. Nee, wir verlassen die Taverne tatsächlich. Für heute. Es war ein harter Tag. Wir gehen in die nächste. Wir gehen in die nächste Taverne. Die. Wir schauen mal, ob ober uns eine Taverne ist. Yes. Eine Herberge meine ich. Entschuldigung. So, wir hätten gern ein Zimmer, mein Freund. Wir nehmen wieder ein Einzelzimmer und bleiben eine Nacht. Ich meine, wir könnten gleich mehrere Nächte hier, aber dann, ich vergesse eh dann. In welcher Herberge ich war, und dann haben wir ein Problem. So, wir werden Morgana meditieren lassen.
Machen wir mal 0,5, ne? Das ist schlecht. Dann werden wir mal Garantula meditieren lassen. Ach, du brauchst Tonis. Aber sie braucht kein Tonis. Merke, wir brauchen Tonis. Das ist eine vierblättrige Eime. Wir brauchen Tonis von der Kräuterhändlerin. Merkt es euch mal. Dann, Morgana, probier du nochmal. Ah, schade. Ja, dann. Ich werde trotzdem mal ihr. Die anderen brauchen es eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ihr werde ich mal nochmal sowas hier einflößen. Und dann schlafen wir, ne? Ja. Ach so, bei Garantula. Der könnte mir auch eine Tanele vielleicht geben, ne? Aber ich merke, dass sie gar nichts bringen, die Tanele. Ich denke, die bringt wahrscheinlich tatsächlich nur Heilkraft. Weil das war genauso viel wie bei ihr. Weißt du? Dann lieber in Tonis, ne? So, ich gehe jetzt noch in einen Tempel rein. Wo war einer? Ja, gleich hier. Super. Und dann sind wir im Zartempel. Der mag. Warte mal, wenn wir im Zartempel sind. Wenn wir gleich mal ein bisschen was spenden. Und zwar 10 Dukaten bitte, ne? Weil wenn wir es fix wegnehmen. Wenn wir es fix wegnehmen, können wir es ja vielleicht zack geben. Okay. So, ich sag ciao ciao für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.